Da sind wir wieder bei Final Fantasy, oh Gott, 16? 16, ne? 16. 16. Welches Spiel ist das nochmal? 16. wir sind hier aber noch in diesem Dorf, aber wir haben die Brücke repariert. Das heißt, wir können weitergehen. Ich habe jetzt auch spaßenshalber mal in den Grafikmodus geschaltet, damit jeder von uns hier Kopfschmerzen durch die Bewegungsunschärfe kriegt. Aber wir reden uns jetzt einfach ein, dass es viel geiler ist, dass es viel besser ist. Die Grafik! Mir ist aufgefallen, dass der Grund- und Bodenmann, ja, der hat voll den Herr der Ringe-Namen. Ich bin Bohumil. Könnte auch irgendwie der Cousin von Boromir sein oder so. Stimmt. Du arbeitest für Martha, habe ich recht? Da hast du Glück gehabt. Sie ist eine anständige Frau. Das wird dir hier jeder bestätigen können. Du, ganz ehrlich, ich würde auch für unanständige Frauen arbeiten. Jetzt bringt mich nicht um. Sag ich mal. So. Die Musik ist. Ich arbeite ja auch für dich, also von daher. Frech! Es muss doch nicht jeder wissen, dass ich einen geheimen Serienmörder-Keller habe. Aus dem Keller? Luxus. In München? Luxus. Diese Reichen. Sei bloß vorsichtig da unten im Sumpfland. Wenn dich die Viecher nicht kriegen, dann der Morast. Okay. Das ist so motivierend. Ich sage voraus, dass es keinen Morast gibt, in dem man versickern kann. Also es ist einfach hier ist so Schluss, ja, und es gibt keinen Morast. Ich kann sagen, du darfst ja nicht mal in den See. Also. Nee. So, genau, wir haben noch so ein paar kleine Aufträge, die wir machen können. Das Krabben Kristalle fressen, wenn ihr neu. Die Krabben, die machen so ein feuchtes Geräusch irgendwie, wenn sie sich bereit machen. Ein feuchtes Geräusch. Ja, jetzt ist die Musik dabei, aber eben haben die so, als würden die so ein bisschen schmatzen. Das war's. Und vielleicht haben die gerade noch einen Kaugummi im Mund gehabt und dann so, oh scheiße, da hinten kommt ein Held. Ja. Schnell. Oh shit. Wohin jetzt? Hans, wohin mit dem Kaugummi? Schluck runter jetzt! Aber dann wächst ein Kaugummibaum in meinem Magen. Ja, das haben wir früher im Kindergarten hat man das beigebracht gekriegt, dass das Kaugummi runterschlucken ist ganz schlecht, weil dann wächst, genau, dann kriegt man so ganz tolle Kaugummi-Verstopfung. Und ich schluck keine Kaugummis runter. Wenn ich doch mal einen runterschlucke, habe ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ja, bei mir war das, wenn wir das nicht Bauchschmerzen, sondern wenn du Kaugummi schluckst, dann kannst du daran ersticken und niemand kann dich retten. Und deswegen ich auch. Bist du einmal verschlucken, bist du instant tot. Instant ja. Tot. Also in dem Moment, wo du verschluckst, kriegen deine Eltern schon den Brief. Ja, ja, also, genau. So musst du das dem Kind beibringen. Es tut uns leid, Frau Kuhls, ihre Tochter ist leider am Kaugummi. Dramatisch verreckt. Aber hallo. Das heißt ja auch Kaugummi und nicht Schluckgummi, ne? Achso, eine Sache, ich glaube, eine Sache haben wir schon erledigt. Das war schon diese Krabben weghauen, das war schon die Quest. So. Oh, okay. Aber wir haben hier gleich noch eine. Warte. Nee, hä? Moment. Ach nee, das ist oben auf dem Weg. Ich habe im Testvideo gelernt, man soll eher nicht so in den Ecken suchen oder im Testartikel, zumindest auf der GameStar, man braucht gar nicht so doll in den Ecken unbedingt gucken, weil man wird in der Regel sowieso von irgendwelchen Nebenquests dahin geführt. Ach und so. Es lohnt gar nicht unbedingt beim ersten Mal dahin zu gehen, weil das ein bisschen wie bei Hogwarts Legacy ist, dass du da zwar hingehen kannst, aber da eigentlich nicht wirklich was ist, also nicht so, also da löst du dann keine Story aus, sondern das kommt dann erst, wenn du tatsächlich deine Quest da hast. Das gab es bei Hogwarts Legacy. Habe ich zum Beispiel mal so eine Burg gefunden und ich konnte auch ein paar Gegner besiegen. Aber es war halt eigentlich für den Arsch, weil später hat mich so eine Quest dahin geschickt. Und ja, war dann halt. Dafür war es eigentlich gedacht. Ich hätte gar nicht vorpreschen sollen. Ich bin auch notorischer Eckenabsuchter. Hast du ihn? Ja, hier, bitte. Schmutziger Kristall. Weg damit. Wer dreckig ist, will ich denn nicht. Wer weiß, wo der gelegen hat. Danke. Den in der Hand gehabt. Du hast mich gerettet. Aber wir haben ihn gerettet. Das ist so schön. Das weitet mein Herz zu einem saftigen Stick. Ach, guck mal hier. Ach, guck mal, jetzt kann er wieder Magie nutzen. Das war Salz, der seine Fische oder was? Noch länger ohne ja. Kühlung und ach, man hätte meine Fische. Ach, das war Kühlung. Ah, okay. Das pass in Zukunft besser auf. Das werde ich. Glaub mir. Sonst ja, brauche ich morgens meine Netze ja gar nicht erst auszuwerfen, sowas, ne? Wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Ja, die wohnen ja, sind früher ja nicht offensichtlich du in München. Jeder Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei.
Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Okay. Das ist schnell eskaliert. Kann ihn doch mal verlieren, das ist doch... Ja, aber hängt halt dann doch wie heißt das denn? Nicht sein Lebenswerk, aber sein Lebensunterhalt hängt dran. Ja, aber ja, es gibt doch bestimmt immer wieder einen jungen, wunderschönen männlichen Helden, der ihm den zurückholen kann. Attraktiver junger Mann, der ihn rettet. Mit perfekten Poren, wunderschönen Haaren. Hier, sprechen wir mal nach, warte mal, nee, das ist jetzt hier Asserastende Söldner, okay. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar, danke. Aber siehst du jetzt auch wieder, da schickt uns der jetzt quasi nach unten, dass wir dann da weiterrennen. Und nicht zu früh, also wir müssen da gar nicht vorher lang gucken. Ich meine, es ist auch irgendwie beruhigend, weil man dann nichts verpasst so. Also dann hat man nicht das Gefühl, dass man was verpasst, wenn man das nicht macht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so eine, wenn man früher JRPGs gespielt hat, Krankheit. Aber ich renne in jeden Raum, ich muss mit jeder Person reden. Ich rede auch mit jeder Person mehrmals, auch wenn sie immer das Gleiche sagt. Was ja mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so ist. Aber, ja, ich bin ganz froh, dass du spielst, weil wir werden, glaube ich, jetzt immer noch nicht über den ersten Wald hinweg. Dann kriegt der Hund auch mal ein bisschen Auslauf. Der Wolf. Sein. Der Wolf. Ich sollte die Augen offen halten. Achso, nee, das da hinten ist die Hauptgeschichte. Na, guck mal hier. Eine Spur. Oho, die Laterne. Eine Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Muss von Norris sein, kein Zweifel. Laterne. Also wenn das Chuck Norris ist, dann braucht er keine Laterne, dann erhält er die Nacht. Die Sonne macht Chuck Norris an, damit sie ein bisschen was sehen kann. Ja. Achso, nee, das. Ach, guck mal, das. Okay, wir hätten auch einfach in die andere Richtung gehen können. Das ist hier so ein Kreis. Ach, aber schau mal, siehst du das? Da waren wir vorhin. Das Stimmt. ist das, wo die Gauner gewartet haben. Und das hätten wir uns quasi sparen können. Ja, die Lektion. Schau mal, hier liegen sogar noch die Leichen. Ach nee, okay, das ist jetzt für die nicht so. Ich frag mich, ob das Norris war. Ich dachte schon, aber wir hatten doch auch so. Hatten wir die nicht auch? Also hier waren auf jeden Fall so Gauner. Ja. Aber der Schild jetzt auf jeden Fall so ein... Aber das ist... Ich dachte gerade aus irgendeinem Grund, das ist ein Zombie. Aber... Weil du den Kopf so hängen lässt? Ja, irgendwie schon. Vielleicht sind Zombies auch immer nur sehr, sehr traurig. Lass mich in Ruhe. Oh. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte, misch dich nicht ein. Du weißt, wie sie uns behandeln. Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst dir vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber
Wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Ein Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Der ist schon beschissen. Mhm. Aber ich find's cool, wie der Clive in den Zwischensequenzen, also der atmet einmal tief ein, bevor der anfängt zu reden. Das finde ich ganz cool. Und dann zwischendurch stellt er sich auch mal so anders hin oder so. Also ein bisschen... Okay. Ja, steht nicht so ganz steif. Genau, also er ist ein bisschen sehr hampelig, aber vielleicht sind da auch einfach viele Fliegen oder so. Aber ja. Ich finde es ganz cool, dass er nicht einfach nur so steht und guckt. Dieser Tage. Ja. Schon sinnvoll sich bequem hinstellt, wenn man das sagt. So in... so wie wenn jemand sagt, rührt euch. Ja. Eidelt. Der eidelt gut. Stimmt, der eidelt so. Wie Sonic mit seinem Zeigefinger. Als ob ich sowas einem Träger überlassen würde. Ich gehe selbst. Ach, Ronald. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger. Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot. Ende der Geschichte. Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Da geht er hin mit seiner gekroppten Lederjacke. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich... Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber... Bitte, nimm das. Es wäre schon manchmal irgendwie ganz cool, wenn man auch ein bisschen Entscheidungen treffen könnte. Mm. So, zumindest so für die Rollenspielerfahrung in irgendeiner Weise. Ja. Was man jetzt mit ihm macht zum Beispiel, ne? Ja, ja. Mhm. Aber dem Typen, der andere hier, der jetzt nicht so begeistert war, wenn es ihn so belastet, dass er jetzt ein Trägerfreund ist, könnten wir ihm ja den Kopf abschlagen, dann hätte er eine Last weniger auf seinen Schultern zu tragen. Also, muss er gar nichts. Könnten wir ihm ja anbieten, ja. Die Brücke nach Eastpool wurde repariert. Und ich hatte gehofft, ich könnte noch etwas faulenzen. Nichts da. Wir werden das ist wie ich, erwartet. Wenn bei uns das Internet ausfällt und es zu schnell wieder repariert wird. Juhu, frei. Ja. Wuhu. Und so, wie schön, ihr habt schon repariert, das ist ja klasse. Also die Nebenmission ist auch irgendwo da hinten in dem Gebiet. Das heißt, oder war doch jetzt hier, genau hier hoch. Das passt. Ja, da, ich hatte jetzt am Wochenende die Trailer Rotation gemacht und da war unter anderem auch ein Video zu dem Sky Oblivion drin. Also jetzt hier diesem Remake von Oblivion. Mhm. Die hatten so ein... Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Die hatten so eine Art Progress Report als Video gemacht, wo sie einfach mal ein bisschen gezeigt haben, okay, wie viele Gebiete haben wir jetzt schon erledigt und ja, für den ganzen Schissel. Und das Krasse ist, das sieht halt, also das Spiel sieht in diesem Remake aus wie in meiner Erinnerung das Original. Ah, das ist immer cool. aber ich habe da dann sofort wieder gemerkt, was ich für eine Lust habe darauf, die Welt zu erkunden wieder und mich wieder so wirklich mal so in so einer Welt zu verlieren. Weil ich fand das bei Oblivion immer so cool, dieses, wie du über was gestolpert bist. Also ich finde, das hatten die immer gut hinbekommen.
dass ich in ein Dorf gekommen bin und dann einfach, ja, rausgefunden habe, was da eigentlich los ist. Und oft waren ja dann auch die Storys noch mit irgendwie einem Twist und so. Freue mich echt drauf, das nochmal nach, weiß nicht, 15 Jahren oder wie viel es dann sind, nochmal zu erleben. Ich freue mich, das überhaupt gut. mal zu spielen. Oblivion nicht gespielt in den vierten? Ja, ah, okay. Ich habe ja, ich bin ja Konsolenspieler und hab dann früher ja fast nur JRPGs und Outrider Dabei war ja gerade Oblivion eigentlich eins von den ja, Xbox 360 Vorzeigespielen. Ja, ich hatte nur eine PlayStation. Ah, okay. Also ich hab, also erst hatte ich nur Gameboys, dann N64, dann PlayStation 2, 3, 4 und ich hab erst bei der Arbeit überhaupt eine Xbox mal angefasst, weil, ne, ich mein, gönn dir mal zwei Konsolen, so als Kind. Ja, ja, ja klar. Ja, deswegen bin ich da immer raus. Ich hab tatsächlich erst mit Skyrim angefangen, die Spiele zu spielen. Ja, die hatten ja das Elder Scrolls 3, also Morrowind gab es ja für die allererste Xbox damals. Mhm. Was insofern ganz interessant war, dass das war halt die einzige Version, die die Gamepad-Unterstützung hatte. Ich spiele so eine Spiele oft gerne lieber mit dem Gamepad eigentlich. Dadurch ist die irgendwie die Xbox-Version immer noch spannend, weil man kann die heutzutage noch auf, dem, auf den neuen Xbox-Konsolen spielen und hat die dann halt in 4K. Ah. Was ganz cooler Mix ist, so diese alte Grafik und dazu dann aber dieses super saubere Bild. Also das hat irgendwie was. Und ich glaube, da gibt es aber inzwischen für den PC gibt es, glaube ich, so eine Art Source-Port, womit man dann Morrowind auch auf dem PC mit dem Gamepad spielen kann. Aber Oblivion war halt dann so das Erste, was sich so richtig anfühlte, als sei es halt auch für die Konsole gemacht. Ist ja auch viel zugänglicher als Morrowind. Aber das war so ein Augenöffner, das Ding damals. Und es sieht immer noch ganz gut aus. Also ich habe letztens mal die Xbox 360-Version auf der neuen Xbox gespielt, was ja dann auch in 4K und 60 FPS und so geht. Also, es macht sofort wieder Spaß. Also, es ist sofort so. Es fängt ja an mit dem, du hörst ja am Anfang, du hörst ja Captain Picard. Mhm. Also, es ist ja von Patrick Stewart. Vertont da den Kaiser. Nicht lang, weil der stirbt dann auch recht schnell, aber. Irgendwie. Ich glaube, das wird in 2025 rauskommt, das wird nochmal ein cooles Erlebnis sein. Ja, voll cool. Also ich freue mich schon. Ich hab, ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich auch wieder so viel weiter rein versenken wie in Skyrim auch. Was nicht so gut für mein Leben an sich ist. Aber gut. Ich sag halt einfach, ich brauche das für die Arbeit. Wichtige Allgemeinwissenslücke in Spielen, die geschlossen werden muss. Jetzt müssen wir ja erstmal alle 500 Stunden in Dings verbringen, in Starfield. Hast du nicht so Bock drauf auf Staffel? Nee, ich mag das Weltraum-Set. Ah, okay. Eins von den wenigen Spielen, die ich gerne mag, wo Weltraum-Setting drin ist, ist Ratchet & Clank, das letzte, Rift Apart. Ja. Aber weil man da halt auch mehr Zeit auf den Planeten verbringt, ja. Und die Planeten dann halt auch einfach coole neue Geschichten erzählen und so. Und die Outer Worlds. Mochte ich super gerne, weil halt die Story so geil war. Ne? Aber dieses ganze. Ach ja, und Kingdom Hearts. Hey, was hat denn Kingdom Hearts im Weltraum? Da fährst du zwischen den Dimensionen mit deinem Schiff und kannst dir auch ein Schiff bauen. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Kingdom Hearts bin ich noch nicht so richtig. Also, ich hab das mal mir gekauft, aber ich hab's nie wirklich gespielt. Also. Das ist okay. Ich weiß nicht, ob du da nicht vielleicht auch eine kleine Krise kriegen würdest, wenn du mal spielst. Wieso? Weil das so sehr Disney ist. Aber, also so Disney und JRPG-Tropes. Und die Geschichte ist halt super verkopft und gruselig. Aber ich schwöre dir,
wenn du sie spielst, dann macht das alles Sinn. Ja, das höre ich auch immer, dass die Geschichte so schwer zu verstehen sein soll. Das hält mich auch tatsächlich ein bisschen davon ab, mich da ranzutrauen. Und der Preis, also auf dem PC kosten die Spiele, die sind ja ganz selten mal runtergesetzt, kosten die Spiele ja ein Schweinegeld, obwohl das so alter Schissel ist. Also ich finde, die Story ist nur dann schwer zu verstehen, wenn du sie dir halt im Nachhinein anguckst. Ich finde, wenn du, ne, also wenn du quasi so eine Zusammenfassung liest oder so. Ich finde persönlich, wenn man die Spiele spielt, dann nehmen die sich genug Zeit, einem das zu erklären. Ah, okay. Hätte ich jetzt geguckt. Aber vielleicht fällt mir auch einfach ein riesiges Stück von der Geschichte komplett und ich weiß gar nicht, was. Aber muss ich denn zum Beispiel auch diese ganzen komischen Ableger, also die vom Gameplay teilweise doch sehr anders sind, da habe ich mich so irgendwie gar keinen Bock drauf. Muss ich die auch alle spielen? Musst du nicht unbedingt. Ich finde, du kannst die Hauptteile spielen und dann die anderen vielleicht einfach dir die Zusammenfassung durchlesen. So. Du hast gerade gesagt, die versteht man nicht. Ja, wenn man sich das ganze Ding, wenn man sich jetzt die ganze Story angucken würde, dann würde es, glaube ich, da würde ich auch nicht durchsteigen. Viel zu viele Namen. Ich weiß ja auch nicht, wie die aussehen. Ich habe immer das Problem, ich kann mir die Geschichte nicht merken, wenn ich nicht weiß, wie die Leute aussehen. Ja, na ganz toll, ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Oh, noch so einer. Warte, das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut. Sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns. Töte das Rudel. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wie lang stand er da jetzt eigentlich in der Hoffnung, dass da jemand kommt? Wobei der Ort 5 Meter weiter ist, ne? Vielleicht hat er sich einfach sehr, sehr lange Gedanken gemacht über alles, über sein Leben, wie er da hingekommen ist. Ich finde übrigens, Clives Schwert sieht aus, als wäre das aus dem Warhammer-Universum gemopst. So diese, jetzt kommt wieder mein mangelndes Wissen über das Warhammer-Universum, aber bei Rogue Trader, da gibt es doch diese Nonnen. Und die könnten auch solche Schwerter haben mit dem Kreuz da oben dran und so. Diese Sisterhood da, also die quasi die bisschen so Space Hulk Frauen sind. Ja, genau. Jetzt also mal, ich weiß jetzt schon, es stehen 30 Kommentare unter dieser Folge. Space Hulk Frauen, du hast ja im Kopf, das sind die Schwestern von Tralala. Weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Sisterhood of the Traveling Pants. Aber das ist auch wieder was. Auf jeden Fall maximal falsch, was ich gerade gesagt habe. Das ist okay, du wolltest nur gucken, ob die Leute aufpassen. Genau, das war ein Test. Ja. Und jeder, der jetzt schon einen Kommentar geschrieben hat und abgeschickt hat, hat ihn bestanden oder vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ihr wisst ja nicht, in welche Richtung der Test ist. Er hat nicht bestanden, weil die Leute, die jetzt sagen, haha, ich wusste natürlich, dass du uns nur testest, die richtige Antwort ist hahaha. Also, da steht er jetzt nicht haha, aber was? Die kriegen einen digitalen Keks. Oh, das ist aber, der macht auch nicht so dick. Das ist ganz gut. Also damit habe ich dich jetzt dazu verdonnert, unter deinem Video Keks-Emojis zu verteilen, aber... Ich hab gar keine Keks-Emojis. Wir haben jetzt irgendwie die Emojis für Dings eingerichtet, für Kanalmitgliedschaft. Also es ist jetzt auch nichts irgendwie Besonderes. Wir sind ja so schlecht in solchen Sachen, aber... Hier ist aber schon Bryce, oder? Nee, er ist einfach nur verdrossen. Bist du Bryce? Was siehst du? Was geht dich das an, Träger? Aber Clive ist inzwischen auch schon so ein bisschen genervt. Bist du klar? Surprise, findest du mich wieder scheiße? Toll. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat. Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Weißt du, was ich crazy finde? Ja.
dass die so eine große Fresse haben, wenn die hier ganz alleine stehen mit einem Typen, der offensichtlich Magie beschwören kann. Ja, ja, ja. Das ist immer dieses ganze Setting so geil, so dieses von wegen, ja, wie bist du mit den Klagern? Hallo, Träger, ihr versklavt uns, weil wir so geile Kämpfer sind, was an sich schon ein bisschen eine komische Situation ist, aber genau dafür habt ihr uns doch. Also. Das ist so krass. Das ist, ich meine, das ist, hat man ja, sieht man ja in der Gesellschaft immer wieder, aber dass doch diese riesige Gruppe an Leuten da ist, die super stark sind und einfach, weil sie es nicht anders kennen, doch, sagen, jo. Das ist wie, das ist Eastpool. Weiß ich nicht, wenn man mit einem Pferd könnte ja auch jederzeit einfach woanders hinlaufen, aber sagt, nee, ich habe gelernt, ich mach das jetzt auch. Ja. Ich war das immer schon. Ja. Ja. Sollte man nicht, nicht unterschätzen. Nee. Du weißt, was zu tun ist. Ey, die Blümchen sind auch eigentlich. Zeig sie ihnen, Große! Ich finde auch in dem Spiel, also einfach mal so ein. Jetzt hier mal so ein Gang, also so einen Weg entlang zu gehen, ist halt einfach. Ich weiß nicht, schaut man sich gerne an. Also, das wie jetzt hier so vorne schön. Die. Ja, wie die Gräser so wiegen. Auch einfach, wie er läuft, sodass er das Gewicht so rüberbringt. Jetzt hier auch die Tiere hier. Mit der Musik auch. Find's ja geil, wenn die PC-Version rauskommt, wenn man den Spielstand von der PS5 auf den PC übertragen könnte, wird man nicht machen können, wird nicht gehen, aber wäre halt cool, weil so irgendwie, ich weiß jetzt schon, dass ich Bock hätte, New Game Plus auf dem PC eher zu spielen, halt um dann mal ohne Einschränkungen volle Kanne alles als zu sehen. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier, doch das war ein anderes Rosaria als heute. Und die, weil ja auch die Gegner Platzierung halt im New Game Plus dann auch eine andere ist und so. Mhm. Und das macht es ja dann doch nochmal ein bisschen interesting. Ey, aber merkst du das? Ich habe sofort immer diesen, gucken wir doch mal dahin. Obwohl das Spiel mir jetzt schon mehrmals beigebracht hat, dass ich das eigentlich nicht unbedingt zurück machen muss. Beherrsch dich. Genau. Ich führe dich da schon irgendwo hin. Ah, das Kind lernt es einfach nicht. Das Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, hat meine Mama gesagt. Stimmt. Stimmt. Ich glaube, den Spruch hat deine Mama auch erfunden. Ja. Kannst du ihr mal Danke sagen? Danke, Mama. Danke. Gut, dann würde ich sagen, besuchen wir den Ort hier jetzt einfach in der nächsten Folge. Ja. Also, bis dann. Tschüss.